Herzlich willkommen zum Hochzeitstalk mit Julika. Ich bin Juliane Klüß, ich bin Hochzeitsfotografin und Autorin in Rostock und ich stelle ja jeden Dienstag jemanden aus der Hochzeitsbranche vor. Und heute habe ich das Vergnügen mit Carsten. Carsten ist nämlich DJ und ich finde es immer so faszinierend an DJs, wenn es gute DJs sind und Carsten ist so einer. Die kommen rein in den Raum, in eine Veranstaltung, scannen einmal die Leute und wissen nach ein paar Sekunden, wie der Abend verlaufen wird. Und ist so, oder Carsten, nix. Ist so. Ja, ich gebe das Wort gerne an dich schon mal weiter. Du kannst dich gerne noch mal auch kurz vorstellen. Und ja, dann lass uns gerne plaudern. Sehr gerne. Erstmal guten Abend da draußen. Ja, mein Name ist Carsten Meyer und ich bin der Weddingmann. Und als dieser, das ist nämlich mein Pseudonym als DJ, bin ich in ja, mittlerweile ganz Deutschland unterwegs auf Hochzeiten und versuche dann natürlich, meine Brautpaare und die Gäste ja, den ganzen Abend zu begleiten und vor allen Dingen zu begeistern. So sieht's aus. Ja, sehr schön. Ja, und das gelingt dir doch auch immer sehr gut, oder? Ja, also bis jetzt habe ich noch keine negativen Erfahrungen, persönlich nicht. Und ja, auf alles, was ich bis jetzt mehr so gehört habe, war das eigentlich immer, ich sage jetzt mal, ziemlich gut. Ja. Na, da stapelst du aber ganz schön tief. Ich ja, meine, ich du hast ja jetzt gerade voll den geilen Preis abgeräumt. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, das macht man ja Vielen auch Dank. Nicht alle Tage. Das stimmt. Genau. Wie ist nochmal der Titel? Also was hast du da abgeräumt? Erzähl doch mal ein bisschen. Also der letzte Preis, den ich abgeräumt habe, das war jetzt gerade vergangenen Sonntag. Da bin ich gekürt worden bei den Wedding King Awards Norddeutschland zum besten Wedding DJ. Geil. So, ja. den Preis, den kann ich schon mit nach Hause nehmen. Sehr gut. Und dann habe ich aber, das liegt schon, warte mal, 2 Monate, nee, 1,5 Monate ungefähr zurück, auch noch bei einem anderen Award, nämlich bei dem Wedding Awards Germany. Da wurde ich dann von einer Fachjury mit der Silbermedaille gekürt sozusagen. Also ich sage mal, zweitbester DJ Deutschlands. Wahnsinn, auch nicht Wahnsinn. So. Glückwunsch. Ja, ja, also das ist ja auch immer toll, wenn so ein bisschen Bewegung irgendwie reinkommt, wenn man wahrgenommen wird. Und das gibt ja immer so ein bisschen Aufwind. Das ist einfach eine schöne Bestätigung, oder? Ja. Ja, ja, genau. Und gerade so die Hochzeitssaison, das weißt du ja selber, beginnt ja bei dir jetzt wahrscheinlich auch volles Rohr, so ist es ja bei mir auch. Ich habe am vergangenen Samstag bin ich wirklich gestartet und jetzt geht das Knall auf Fall jedes Wochenende. Und das ist natürlich dann irgendwie ein Ansporn, ne? Denn zum Beginn der Saison dann gleich mit solchen Pulver loszuschießen, das macht natürlich Laune. Absolut, absolut. Dann steigen wir doch mal direkt ein und gehen wir mal den Weg, wenn jetzt ein Paar auf dich zukommt und sagt, hey Carsten, ne, wir haben voll gutes Zeug von dir gehört, wir möchten gerne mit dir den Abend verbringen, du sollst unser Weddingman sein, uns tolle Musik auf die Ohren geben. Wie geht so ein Gespräch vonstatten oder wie kann man sich auch vorbereiten als Paar? Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Also ich habe da so meinen Weg gefunden. Wahrscheinlich macht das jeder Dienstleister oder auch jeder DJ oder so irgendwie so, wie er es am besten empfindet. Mein Weg ist die erste Kontaktaufnahme, die ist meistens per E-Mail oder manche, die haben dann auch irgendwie schon eingestalkt und haben dann die Telefonnummer rausgekriegt über die Website oder so oder auch über die Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook. Da wird man dann kontaktiert. Und und dann gibt es erstmal ein erstes Telefonat, meistens. Und dann leuchtet man sich schon mal so gegenseitig so ein bisschen ab. Also natürlich sind die Brautpaare besser vorbereitet als ich, weil die haben natürlich, bevor sie anrufen, dann schon mal geguckt. Und ja, man sollte natürlich auch entsprechend präsent sein, ne? Irgendwo in den Medien, welche auch immer das sind. Und ich habe dann so die ersten Fragen, also wer seid ihr, woher kommt ihr, was habt ihr vor, wo wollt ihr, in welcher Location soll die Hochzeit stattfinden, mit wie vielen Personen, was denkt ihr, so diese Sachen, so das ist das normale Prozedere, das macht wahrscheinlich jeder. Ja. Und
dann weiß ich schon aus dem Gespräch heraus, ob das denn auch Klientel ist, was ich mir vorstelle. Also es gibt natürlich Hochzeiten, ist ein breites Spektrum. Da gibt es, ich sage mal, die Hochzeit, die in der Gartenanlage stattfindet. Und dann gibt es die Hochzeit, die in einem Schloss stattfindet. Und da muss man natürlich jetzt für sich entscheiden, was will ich? Also welches Klientel möchte ich gerne bedienen? Man kann diese breite Masse, die da auf einen zukommen könnte, die kann man nicht komplett bedienen. Das funktioniert nicht. Ja. So. Ja, und wenn wir uns denn da schon, sage ich jetzt mal, sympathisch sind und man merkt so, okay, das könnte was werden, dann wird klassisch ein Angebot erstellt. Dazu gibt es dann von mir, ich habe dann eine Mappe, wo im Prinzip alle Infos über mich nochmal drinstehen, in Wort und in Bild. Dann gibt es auf meinem YouTube-Kanal, auf den verweise ich denn, da gibt es dann nochmal eine persönliche Vorstellung, dass sie dann auch mal mich in Bewegung sehen und nicht nur irgendwie vom Foto. Da gibt es ein Video, wo ich mal ein paar Hörbeispiele abliefere, wie halt ich agiere als DJ, dass die Leute sich da schon mal komplett ein, ja, Eingrooven. genau, sie können sich schon mal richtig orientieren und wissen dann auch, was unbedingt passieren wird. Und ja, dann geht es meistens ans Eingemachte. Angebot wird bestätigt. Dann gibt es eine persönliche Begegnung, ein persönliches Kennenlernen, selbstverständlich im Vorfeld. Wenn viele meiner Brautpaare kommen nicht aus Rostock, also sie kommen dann aus Süddeutschland oder Mitteldeutschland, die feiern dann meistens nur hier in irgendwelchen Gutshäusern oder so in Mecklenburg-Vorpommern, weil die haben wir ja nun mal zuhauf, wunderschöne Häuser. Klar. Dann passiert natürlich so ein Kennenlernen auch mal online, über Zoom-Events oder was auch immer. Dann gibt es Hausaufgaben von mir. Dann möchte Ah ich ja, von spannend. jedem, ja, dann muss jedes Brautpaar getrennt, Bräutigam und Braut getrennt, mir fünf musikalische Go's oder fünf musikalische No-Go's geben. Das kann eine Band sein, das kann ein bestimmter Titel sein, das kann eine Musikrichtung sein, was auch immer. Das sollen die beiden aber auch getrennt erledigen. Da kommt schon mal die Da kommt schon auch skurrile der erste Streit vielleicht dann mal. Ja, da kommen schon ganz skurrile Sachen bei raus. Ja. Die auf keinen Fall Hardrock, eher nur Hardrock. Also das Ja, ist sehr schön. schon Sehr sehr schön. witzig. Das wäre bei uns auch so. Ja. Ja. Ja, das dann habe ich dann so eine kleine Geheimwaffe entwickelt. Ich habe Oh, immer, spannend. ja, ja, ich hab immer vor vielen Jahren mal die Domain wunschmusik.com gesichert. Ja. Und da kriegt jedes Brautpaar von mir eine eigene E-Mail-Adresse. Also, keine Ahnung, uli.stephanie@wunschmusik.com. Und die können Sie dann schon auf Ihren CCD-Karten oder Einladungskarten mit verteilen für Ihre Gäste. Die Gäste können dann schon lange, lange bevor die Feier stattfindet, ihre Musikwünsche an diese E-Mail-Adresse schicken. Die Smart. wandert, ja, Coole die wandert dann Idee. bei mir gleich in den passenden Hochzeitsordner. Ja. Und so bin ich natürlich immer bestens vorbereitet. Ich glaube, das ist auch total toll. Also ich kenne das aus meinen Disco-Zeiten, die sind jetzt schon lange her, leider. Aber wenn man sich einen Titel wünscht, ne, und dann wartest du und wartest du und wartest du und er wird nicht gespielt und dann geht man nochmal hin, wann kommt denn der? Und ja, manchmal wird er noch gespielt und manchmal gar nicht. Aber diese Enttäuschung ist dann so groß, weil man ist in diesem Tanzfieber und denkt, der würde noch zu meinem Glück willen und dann kommt er nicht. Aber das ist toll, dass du da schon sagst, hey, ich habe hier digital eine Liste, tragt euch da ein, ne? Gebt mir eure Musikwünsche und dann berücksichtige ich das. Und das ist, glaube ich, super cool. Also, dass du eine Wertschätzung allein auch den Gästen ja schon mitgibst, obwohl du sie ja auch noch gar nicht so kennst. Nee, aber dadurch lerne ich sie ja kennen. Das Schöne Ja. ist, das ist ja meistens nicht nur der Musikwunsch, der darüber kommt, sondern meistens ist ja auch noch eine kleine Geschichte dran. Keine Ahnung, Ja. meine beste Freundin heiratet und mit dem Titel haben wir damals irgendwo in irgendwelchen Diskotheken ganz wild getanzt und da hat sie ihren Freund kennengelernt, genau bei Ja, diesem Titel. geil, ja. Solche Sachen erfährt man denn da, die man Ja. natürlich auch sehr gut denn verwenden kann an so einem Abend, ne? Absolut. Es ist ja auch so, Musik begleitet dich ja das ganze Leben, ne? Also jeder wird ja so seinen ersten Song, zu dem er immer abgehottet ist, noch wissen.
Und jede Phase so des Lebens, dann bist du irgendwann erwachsen, heiratest, hast Kinder und zu jeder Phase gibt es auch so bestimmte Titel. Ne? Und ja. deshalb, glaube ich, berührt es ja auch alle so und deshalb ist es ja auch so wichtig. Also mir ist Musik ja auch so wichtig und gerade bei Feiern. Wir haben damals Schlager komplett raus verbannt von unserer Hochzeit, weil wir gesagt haben, auf jeder Familienfeier ist immer Schlager und wir wollen es nicht. Aber ganz oft, also Schlager ist, ich ganz ehrlich, habe ich gar nicht so oft. Also es ist immer mal irgendwie 1, 2, 3, 4 mit bei. Ja. Aber die meisten, die verzichten auf Schlager. Also das ist einfach so. Plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Gib doch mal, du hast bestimmt, du erlebst das so viele Geschichten, ganz, ganz sicher. Gibt es irgendwas, was so hängen geblieben ist, was wirklich so außergewöhnlich war? Ja, da gibt es einen Haufen Geschichten. Also ich will jetzt nicht alle erzählen. Eine beste. Zum Beispiel ist, ja, also ich weiß jetzt auch nicht mal, was die beste ist. Ich erzähle einfach mal irgendeine. Zum Beispiel fällt mir eine ein, das war auch in einem Gutshaus, das war bei Sternberg. Das kannte ich bis dato gar nicht. Das ist eigentlich so ein Privathaus und die machen wirklich nur so ab und zu mal, buchen die da mal eine Feier rein. Also das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Und die haben einen wunderschönen Garten und der zieht sich runter, der geht bis an die Warnow ran. Und da steht dann ein einzelner Baum, ein großer Baum. Und da finden dann auch freie Trauungen statt. Und nun war das Dumme an dem Tag. Das war eigentlich ein ganz toller Sommertag. Und ich habe dann da auch die freie Trauung begleitet mit Technik und habe da die Traurednerin unterstützt und so. Mhm. Das Dumme war, es fing immer zwischendurch. Bei blauem Himmel kam immer irgendwie eine komische Regenwolke und platzte immer. Genau wenn sie angefangen hat, ihre freie Trauung zu machen, kam immer, aber nicht ein bisschen Regen, sondern richtig Regen runter. Mhm. Immer nur so für ein paar Sekunden. Ja. Da sind alle geflüchtet und dann haben wir gewartet. Das dauerte eine Minute, dann kamen alle wieder. Dann hat sie dann nochmal von vorne angefangen, bestimmt 6 oder 7 Mal, als ob da wirklich einer die Wolke da mal rübergezogen hat. Ende vom Lied war, dass wir im Prinzip diese freie Trauung dann im Regen durchgezogen haben. Wow. Ja, und dann haben sich irgendwie alle, ich habe keine Ahnung, was sie sich da alle über die Köpfe gehalten haben, da sind so tolle Fotos entstanden. Also das war mal, wie es auch gehen kann. Es muss nicht immer perfekt sein, sondern einfach auch mit der Situation umgehen. Also das fand ich, war so ein schönes Erlebnis, wo ich gesagt habe, ja Mensch, es muss nicht immer super durchgeplant sein. Man muss auch einfach mal Dinge passieren lassen und einfach damit umgehen. Ja, das ist schön. Ja. Schönes Beispiel. Auch mal eine ganz skurrile Geschichte, wurde ich auch zu einer wirklich großen Hochzeit gebucht. Es war hier in Rostock in der Yachthafenresidenz. Und da war dann, also ganz großes Kino, da war sollte sogar Helene Fischer gebucht werden, die konnte aber nicht. Mhm. Da kam dann ein Helene Fischer-Double, die hat dann da bestimmt, ja, ich sag mal, eine halbe Stunde performt. Danach kam noch ein Schlagersternchen. Den Namen habe ich leider vergessen, ich bin da ja auch nicht so bewandert. Die hat dann auch noch eine Stunde da, ja, performt. Ja. Und 0 Uhr kam dann kein geringerer als Fritz Kalkbrenner auf die Bühne. Und der hat dann auch nochmal für 90 Minuten dann die Leute begeistert. Okay, muss man den kennen? Ich kenne ihn gerade nicht, Fritz Kalkbrenner. Nee, kennst du nicht? Nee. Naja, vielleicht der ein oder andere draußen kennt ihn schon. Also ich sag mal so, Festival-DJ, der zieht sonst 10.000 Leute. Oh, wow. Mhm. Ja, und den kennst du auch. Sky and Sand, einer. Vielleicht kenne ich es ja. Ja, kennst du. Ja, okay. Ja, das war auch mal so ein Wow-Effekt. Also auch sowas geht. Schön. Ja. Ja. Also wo denn wirklich Leute auch hier in unseren Breitengraden denn sich dann mal nicht lumpen lassen und dann wirklich mal da richtig Leute auf die Bühne stellen. Ne? Ja, krass. Schon krass, ja. Ja, wow. Denn also ich habe viel Erfahrung mit Regen und draußen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, haben immer alle irgendwie, keiner hat da irgendwie mal den Kopf in den Sand gesteckt und hat gesagt, so, oh, nee, also die meisten lassen sich wirklich bewundernswert. Also ich habe da wirklich so, manchmal habe ich gedacht, habe selber schon Tränen in den Augen gehabt, weil die mir so leid getan haben. Mhm. Leute, die ziehen das souverän durch und da ziehe ich echt meinen Hut. Ne? Ja, das ist toll. Schön. Es ist auch gut, wenn man sich so ein bisschen
auf die Situation einstellen kann und einfach das so nimmt, wie es ist. Ich meine, du kannst es eh nicht ändern, gerade wettermäßig. Genau. Und ich glaube, das sind auch einfach nachher die Erinnerungen, die sich so einbrennen. Ich habe auch ein Titelbild von einer Hochzeit, die ja auch bei minus 1 Grad geheiratet haben im Schneesturm. Und das ist das tollste Bild, was immer wieder Leute zieht und auch für die. Also Extreme machen halt auch extreme Erinnerungen. Ja. So ein Foto habe ich auch gesehen. Ich habe es nicht, aber ich habe es gesehen, wo dann auch eine Braut, die, das war auf Insel Rügen, Ummanz, also noch die kleine Insel vor Rügen gelegen. Es sollte auch alles draußen stattfinden und das war eigentlich ein wunderschönes Gelände, aber das war wirklich, ich sag mal, das hat da tagelang vorher geregnet. Das war eine überschwemmt, also es war nicht, also du bist natürlich trockenen Fußes durchgekommen. Ja. Und sie hat eine ellenlange Schleppe an ihrem Kleid gehabt. Oh mein Gott. Naja, erst haben sie die noch getragen, nachher war ihr das auch völlig egal. Die hat sie durch den Sand gezogen, das Ding. Und ging ja schon immer so. Ja, Frau Gott, das ist schwer. Ja, da gibt es ein Foto, wo sie sich an ihrem Mann festhält. Beide tropfen wirklich voll Wasser runter und sie bringt dann die Schleppe übers Knie aus. Und der Fotograf hat genau in dem Moment hat er abgedrückt. Ja, geil. Und ja, das ist das beste Foto, ne? Ja, das ist absolut. Das beste Foto, was sie an dem Abend gemacht haben. Da kommt kein anderes Foto ran. Also das ist schon Weltklasse. Wow, schön. Ja. Was war so das schönste Kompliment, was du jemals bekommen hast für deine Arbeit? Also das kann ich dir auch erzählen. Letztes Jahr hatte ich eine Feier im Hotel Schloss Garmehl bei Wismar und auch ein sehr, also ich hatte nur Kontakt zur Braut und sehr, also sehr guten Kontakt. Das war wirklich, es lief alles wie am Schnürchen, war ein ganz tolles Gespräch und war ganz toll. Und die hatten auch viel vor. Das war nicht die eigentliche Hochzeit, das war ein Tag vorher. Das sollte da so ein Empfang sein, so ein Barbecue. Und ich sollte da ein bisschen Lounge-Musik machen. Und wenn es passt, sollten dann vielleicht sogar die Leute tanzen. Aber sie ist davon ausgegangen, dass sie sich einfach nur unterhalten, weil die halt da so ein Come-Together gemacht haben. Also da wird nicht viel passieren. Nur ja, ich gesagt, alles klar. Und das sollte draußen sein, Barbecue halt. So. Alles klar. Ich dahin gefahren. Was war? Es regnet, wie immer. Ich ziehe den an. Carsten, du ziehst das an. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich komme da an und dann hat dann der Betreiber schon gesagt, oh, pass auf, draußen machen wir nicht. Also er kann mit seiner Küche auch gar nicht rausziehen. Das wird alles, wir machen das alles drin. Ich sage ja, kein Problem. Ich schön aufgebaut drin, alles schön fertig gemacht. Ich bin also beim Aufbauen, also beim Zeug reintragen, hat es gegossen. Ich war schon pudernass. Es war alles fertig. Was war? Der Himmel bricht auf. Warm. Sonne. Braut und Bräutigam kommen an. Er total sauer. Und ist auch so an mir vorbeigegangen. Ich habe schon gesagt, so, oh, das wird ein toller Abend. Na super. Ne, er war total maulig. Und sie, ja, nee. Und hat immer so versucht, so ein bisschen zu vermitteln. So. Aber naja, gut. Haben wir dann drin gemacht. Ging nicht anders. Er wollte unbedingt raus. Und wir sollten jetzt irgendwie alles wieder umbauen. Geht natürlich nicht. Ja, okay. Ja. Das dauert ja ewig. Naja, dann haben wir dann so die Veranstaltung gemacht und Ende vom Lied war, das war eine richtig gelungene Party. Die Leute, die sind da völlig freigedreht nachher, die haben nochmal um 2 Stunden verlängert und er kam dann an, stand wirklich vor mir immer noch, das Gesicht, wie sagt man so schön, zur Faust geballt. Ja. Mit einmal fing er an zu lächeln und hätte er keine Ohren gehabt, ich schwöre es dir, hätte er im Kreis gelacht und hat mich in den Arm genommen und hat mich gedrückt und hat gesagt, das war so schön. Und dann hat er mich losgelassen, hat wieder ernst geguckt und ist gegangen. Und also, das war mal. Ist für einen kurzen Moment aufgetaut. Ja. So, das ist so hängen geblieben. So. Dann haben die noch eine wirklich schöne Bewertung auf Google oder so. Oder ja, das nimmt man ja auch gerne mit. Aber wirklich schön. Also, das war jetzt nicht irgendwie nur schön dahergesagt, sondern wirklich, also wirklich, das kam von Herzen. Das hat man, das liest man, wenn man das liest. Ja. Also sowas mag ich. Ja. Ne? Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, wo siehst du dich in 10 Jahren? Was würdest du gern so verändert haben? In Rente. Ja. Nein, also solange auch eine Idee. 10 Jahre, sagen wir mal 3 Jahre. Ja, dann sag 3 Jahre. 3 Jahre. Dann mach. Also ich sehe mich, ich fange mal ein bisschen früher an, diese
die letzten 2 Jahre, wo wir, ich sag mal, so mit der Arbeit, wo es so rauf und runter ging, aus bekannten Gründen, da habe ich die Zeit wirklich genutzt. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, habe ich Positives rausgezogen und habe dann wirklich nochmal so mein persönliches Hamsterrad überdacht. Und habe dann, ich glaube, wir hatten uns ja auch schon mal drüber unterhalten letztes Jahr, kannst du dich erinnern, am Kurhaus. Und habe dann auch so für mich beschlossen, dass ich mich irgendwie anders aufstellen will. Und das habe ich dann auch wirklich so in den letzten 1,5 Jahren gemacht, lange vorbereitet und ein bisschen über den Tellerrand geguckt. Und ich sehe mich eigentlich, ich sag mal, nicht nur regional, sondern ich möchte deutschlandweit aktiv werden. Also ich möchte auch mal, außer die wunderschönen Schlösser in Mecklenburg-Vorpommern, auch mal die Schlösser, keine Ahnung, am Rhein oder im Harz oder sonst wo sehen. Also ich bin dabei und werde dann auch deutschlandweit als Wedding-Mann unterwegs sein. Ja, da hast du ja auch eine Also, schöne Arbeit, schon Vorarbeit geleistet mit den Preisen. Ist auch immer gut. das war Ja, der Plan. das war der Plan. Sehr schön, ja, fein. Du, ich habe noch so ein paar spritzige Fragen, sag ich Hau mal, wo los. du einfach so intuitiv antworten kannst. Ja, die habe ich dir nicht gegeben zum Wollte ich gerade Vorbereiten. sagen, die haben wir aber nicht abgesprochen. Ein bisschen Überraschung muss ja auch dabei sein. Schlimm. Also, worauf hörst du lieber, Kopf oder Herz? Herz. Und bist du eher Tee- oder Kaffeetrinker? Affe. Komplett. Wo ist eigentlich deine Heimat, sag mal, wo kommst du her? Rostock. Ach, Ich Rostock. bin Rostocker durch und durch. Sehr gut. Wie sieht so ein perfekter Tag aus für dich? Oh, perfekter Tag. Nicht zu spät aufstehen. Vogelgezwitscher. Das heißt 7 Uhr? Ja, so zwischen 7 und 8. Ne? Vogelgezwitscher. Ein Kaffee. Liebe Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade schreien hört. Sehr gut, sehr gut. Und dann wirklich auch einmal einfach so mal durch die Natur laufen und mal auch gerne mal keine Menschen sehen. So, das ist mal so ein perfekter Tag. So ein bisschen den Gedanken nachhängen. Ja. Ja, schön. Was ist dein Lieblingsessen? Fischstäbchen und Kartoffel. Nein, wirklich? Ja. Was süß. Da freuen sich deine Kinder. Dann könnt Ja. ihr alle so richtig schön schlemmen. Sehr lecker. Und du erinnerst dich bestimmt garantiert noch an deine erste CD, oder? Ja, kann ich mich noch ehrlich wirklich noch daran erinnern. Und zwar habe ich die auch schon 1989 gehabt oder so. Ja. Oder, nee, eher noch. Ein Jahr eher noch, glaube ich. Ich glaube 88. Und zwar war das eine Promotion-CD von, oh, wie heißen sie hier? Dieser Umweltverband. Komme ich nicht drauf. Greenpeace. Greenpeace, genau. Die haben so, ja, die haben mal so eine, und zwar war das bloß so eine kleine, also nicht eine große normale CD, sondern nur so ein kleines Ach Ding. so. Da waren irgendwie auch bloß 4 Titel drauf. Ja. Ja, das war meine allererste CD. Und Verrückt. die habe ich gekauft, die habe ich nicht geschenkt gekriegt, die habe ich gekauft für 20 Mark. Oh, krass. Und Hast immer du wenn ich, noch? ja, hä? Hast du noch? Nee, habe ich nicht mehr. Aber Nee. immer wenn ich, habe damals auch schon ein bisschen Musik gemacht und immer hatte dann auch so einen CD-Player, so einen ersten. Und das Problem war, wenn man dagegen gekommen ist, ist die CD sofort stehen geblieben. Die waren ja Oh. noch so schlimmer als Plattenspieler. Ja. Und immer wenn ich, da war ein Titel, wenn man welchen Titel habe ich davon immer gespielt. Ich glaube hier, Tanika Tikaram hier, Twist My Sobriety oder so war da drauf. Und dann immer habe ich dann immer die Scheibe immer hochgehalten und habe gesagt, so, der nächste Titel ist von CD. Und dann wussten die Leute schon, die sind ehrfurchtsvoll stehen geblieben und haben dann nur ein bisschen getanzt, damit die CD auch durchläuft und nicht Ja. alles wackelt. Ah, geil. Also. Ehrlich. Sehr schön. Und haben wir eigentlich schon geklärt, früh Aufsteher oder Langschläfer? Mittlerweile Frühaufsteher, ehrlich Ja, gesagt. Ja. ja. Und wohin verreist du gerne, wenn du in Urlaub fährst? Also ich habe Frankreich lieben gelernt. Ich habe hier, also ich bin ein Camper. Also wir fahren, ja, wir fahren mit dem Bulli durch die Gegend. Das machen wir schon seit ein paar Jahren.
Und da sind wir dann durch Zufall, weil wir nach Portugal wollten, muss man natürlich durch Frankreich. Wollten wir eigentlich bloß durchfahren. Aber wunderschön, kann ich nur jedem empfehlen. Frankreich ist der Oberhammer landschaftlich. Ja. Findet man alles, was man finden möchte. Es ist wirklich verrückt. Und die Städte und die Leute, man sagt immer, die Franzosen sind so. Also die Erfahrung habe ich überhaupt nicht gemacht. Alles ganz nette Leute, super hilfsbereit, gastfreundlich. Ein wunderschönes Land, kann ich nur empfehlen. Sprichst du ein bisschen Französisch? Überhaupt nicht. Gar nicht. Bonjour. 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 Da braucht man auch nicht. Man sagt ja, ich verstehe gar nicht, woher das kommt. Die Franzosen sprechen nur Französisch. Das stimmt nicht. Ich habe mich da wirklich mit Deutsch gut durchgeboxt und Englisch. Super. Funktioniert. Also Sehr man braucht schön. nicht Französisch sprechen, das geht. Was triggert dich denn? Wann wird ein Karsten so richtig unerträglich? Unerträglich. Naja, was ist so, wo du echt aus der Haut fahren könntest? Ja, das ist Unprofessionalität. Also wenn ich merke, irgendwo, ich sag mal, so, gerade im Veranstaltungswesen, ja, mache Ja. ja nicht nur Hochzeit, mache auch so mal Firmen-Events oder auch mal Moderation auf Bühnen und solche Geschichten. Und wenn ich dann merke, jetzt wird es unprofessionell, also bin da irgendwie gebucht, ich will da jetzt irgendwie, soll da irgendwas performen und die Randbedingungen, die stimmen nicht, obwohl vorher irgendwas abgesprochen war, was an Technik da sein soll, was, keine Ahnung, und das ist nicht da oder es ist kaputt oder die Kabel sind schlecht verlegt. Also wenn wirklich Unprofessionalität, das kann ich überhaupt nicht haben. Also das Ja. muss jetzt nicht immer hammerperfekt sein, aber es muss wenigstens professionell sein. Und kommunizierst du das oder frisst du es dann in dich rein? Nein, das kommuniziere ich. Ja. Das kommuniziere ich. Nein. Also ich mache trotzdem meinen Job, keine Frage. Aber dann die Leute, die wissen dann schon, dass ich da keinen Spaß dran hatte. Also nicht das Publikum, aber die dafür verantwortlich waren. Ja. Okay. Und letzte Frage. Was ist deine Superkraft? Meine Superkraft ist meine Beharrlichkeit und meine Belastbarkeit, glaube ich. Also ich kann wirklich, wenn ich ein Ziel habe, das verfolge ich. Und wenn, ich sag mal, wenn es stressig wird oder so, lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Sehr, Ne? Also sehr wenn gut. jetzt irgendwie, ich habe keine Ahnung, ganz viele Sachen auf mich eintreffen, weil paar Termine sich überschneiden oder so. Ich lasse mich da nicht aus der Ruhe bringen oder versuche es jedenfalls. Ja. Das ist, glaube ich, sind meine Skills. Ja, sehr schön. Fein. Carsten, es war mir eine Freude. Schon Hat wieder um mir die sehr viel Zeit? Spaß gemacht. Huh? Ist schon wieder um die Zeit? Ist schon wieder um die Zeit, ne? Ja, schnacken könnten wir irgendwie immer weiter. Ich bedanke mich total, dass du so viel Einblicke geschenkt hast. Ich glaube, wenn man so viele Geschichten erlebt. Und wie lange bist du noch unterwegs? Das wollte ich dich noch fragen. Wie lange bist du jetzt schon DJ? Na, DJ bin ich schon ganz lange, aber ich sage immer, also ich habe so richtig angefangen, habe ich das in den 90ern, so Ja. 94, 95. Na ja, War gut. vorher auch schon unterwegs, aber das nehme ich mal als Lehrjahre, so richtig losgelegt, habe ich, und wo ich wusste, was ich tue, war das so Mitte der 90er. Ja, na klar, da erlebt man ja auch einfach sehr viel. Und das ist, ja, es war super schön, dass du heute da warst. Habe mich gefreut. Ja, ich auch. Und ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Ich glaube, ein paar waren sogar auch live mit dabei. Ich gucke gleich nochmal ins Chat rein und kann jetzt erstmal nur sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, je nachdem, wo ihr das auch im Nachgang hier noch alles aufruft. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage auch Tschüss und Tschüss, Carsten. Ich sage auch Tschüss. Vielen Dank. Ich danke Sehr, sehr dir und gerne. danke euch da draußen.